Unternehmerfrühstück im Musentempel. Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin und die Gesellschaft der Theaterfreunde haben die Mitglieder des Unternehmerverbandes Mecklenburg-Schwerin am Dienstag zu Tisch eingeladen. Die Zusammenwirkung zwischen Wirtschaft und Kultur stand im Mittelpunkt. Der neue Generalintendant Lars Dietje berichtete über den aktuellen Spielplan und die Zukunftsperspektiven seines Hauses. Das Wichtigste dabei, eine grundlegende Befriedung der Theater- und Orchesterlandschaft in Westmecklenburg. Durch die Gründung einer Theatergesellschaft mit Landesbeteiligung und die Fusion der Schweriner und der Parchimer Bühnen konnte endlich Dauerfrieden erreicht werden. Jetzt geht es darum, den neuen Weg gemeinsam zu beschreiten, betonte Lars Dietje. Erstmal ist die Wirtschaft diejenige, die die Kultur zunächst einmal bezahlt. Denn die Wirtschaft zahlt Steuern und die Kultur wird von Steuergeldern finanziert. Und dann gibt es, glaube ich, ganz viele Synergieeffekte, die wir haben. Also wir können, glaube ich, die Wirtschaft zum Leben erwecken. Wir können auf jeden Fall Tourismuswirtschaft zum Leben erwecken. Wir können Arbeitsplätze hier in Schwerin attraktiv machen. Und ich glaube, wir können auch schöne Veranstaltungen gemeinsam machen. Die Kultur ist ein sehr wichtiger Standortvorteil für Schwerin. Wir haben mit dem Theater, dem Museum, Schloss und auch andere kulturelle Einrichtungen, glaube ich, ein sehr großes Fund, das wir in die Waagschale werfen können, natürlich neben den Gewerbegebieten. Und wer Unternehmer ist, möchte sich auch gern kulturell betätigen, unterhalten, entspannen. Und da sehe ich die Verbindung dazu. Unter den jüngsten Veränderungen im Programm ist ein kreativer Wechsel im Konzept der traditionellen Schlossfestspiele vorgesehen. Zum ersten Mal in deren Geschichte soll 2017 anstatt einer Oper ein Musical aufgeführt werden. Das Theater verspricht sich dadurch mehr Besucher und dementsprechend die Verstärkung eigener Wirtschaftlichkeit.